sind wir schon im März. Deutscher Meister, sind wir schon im März. Deutscher Meister, sind wir schon im März. Deutscher Meister, sind wir schon im März. 30 Minuten nach Spielende wird in München schon kräftig gefeiert. Natürlich auf der Leopoldstraße. Knapp 50 Fans feiern ihren FC Bayern. Unglaublich. Ich werde, glaube ich, erst morgen realisieren, was da heute vonstatten gegangen ist. Die ganze Saison, die gesamte Liga dominiert. Dortmund, Schalke, Bremen, alle hatten im Endeffekt keine Chance mehr. Es gibt nichts Schöneres. Wir haben den Rekord vom letzten Jahr nochmal geknackt. 228 Tage totale Dominanz. Die früheste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte. Mit einem 3:1 bei Hertha BSC feiert der FC Bayern bereits nach 27 Spieltagen seine 24. Meisterschaft. Ein Titel, den die Fans vor allem einer Person widmen möchten. Auf Uli! Auf Uli ein Schluck! Ohne Uli Hoeneß wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Also deswegen hier auch pro Uli, egal was er gemacht hat. Dafür hat er seine Strafe bekommen, keine Frage. Aber was er für den FC Bayern gemacht hat, ist nun mal eine ganz andere Geschichte. Uli Hoeneß, vergiss nicht, wir wissen, was du für uns getan hast. Wir wissen, du bist der, der zu uns gebracht hat, dass wir so feiern können. Danke! Er hat Scheiße gebaut, er hat eindeutig zu viel Geld hinterzogen, er gehört bestraft. Allerdings hat er dem FC Bayern und auch eigentlich hauptsächlich dem FC Bayern so viel gegeben. Und deswegen ist eben dieser Titel ganz speziell für ihn heute. So früh im Jahr trafen sich die Bayern-Anhänger hier noch nie, um einen Titel zu feiern. Es soll auch nicht die letzte Feier gewesen sein. Im DFB-Pokal und auch in der Champions League haben die Münchner gute Chancen. Sie wollen das Triple aus der Vorsaison verteidigen. Die Fans würden sich freuen, denn dann wird es solche Bierduschen hier noch öfter geben.